Jo Leute, was geht? Freunde, heute spielen wir in GTA 5 mal als Baby in Yellow und wir gucken gerade Fernsehen, tanzen auf der Couch, haben auf jeden Fall richtig viel Spaß und ja Leute, nichts kann uns aufhalten, denn wir sind einfach unglaublich mächtig. Ihr habt ja gesehen, Leute, zu was Baby in Yellow eigentlich imstande ist. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, Leute, wir haben dieses Spiel gespielt, guckt euch das Video gerne mal an und ja, wir haben auf jeden Fall wirklich richtig viel Spaß, muss ich sagen. Schluss damit, Baby, ab in die Zelle. Ey, Mann, nicht schon wieder. Ich will nicht wieder in die Zelle reingehen. Ich bin gerade erst hier rausgekommen. Ich darf jetzt endlich meine Freiheit genießen. Kann ich nicht rausgehen? Nein. Oh, ich habe echt die schlimmsten Eltern, Leute. Ich glaube, das ist hier die Prequel-Serie. Wir sind nämlich jetzt, bevor Baby in Yellow zu Franklin geschickt worden ist, sind wir jetzt bei der Familie, die Baby in Yellow abgeschoben hat. Ja, gut. Dann gehe ich eben in meine Zelle. Meine Güte, ey. Das sind Leute wirklich, das sind echt die schlimmsten Eltern. Aber ich werde es denen heimzahlen. Ich habe nämlich meine geheimen Superkräfte herausgefunden. Und die werden wir bei den Eltern bald anwenden, ne? Ich werde hier auf jeden Fall ausziehen. Ich sag's euch. Okay, dann gehen wir eben in das Zimmer rein, Leute. Und in die Zelle. Oh mein Gott, Leute. Wirklich, das Baby muss jetzt hier... Wir müssen jetzt als Baby in die Zelle, denn wir haben wirklich miese Sachen gemacht. Und seitdem trauen die Eltern uns nicht mehr zu, dass wir rausgehen dürfen. Leute, weil das Baby ist gefährlich. Ihr wisst ja, Leute, zu was Baby mir imstande ist. Naja, aber wisst ihr, was ich machen kann, Leute? Ich habe nämlich die Fähigkeit, mich unsichtbar zu machen und zu teleportieren. Das habt ihr auch gesehen, Leute. Deswegen, Leute, wir machen uns unsichtbar und teleportieren uns aus diesem Ding hier raus in 3, 2, 1 und... Oh, und Leute, wir sind unsichtbar. Yes. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen, Leute. Ich gehe doch nicht in diesen... Ich gehe doch nicht da rein. So, wir gehen nämlich jetzt raus. Oh, Baby soll's in die Zelle. Ich werde nicht in die Zelle gehen. Ich transformiere mich jetzt, Leute. Wir transformieren uns jetzt von Baby und Yellow zu diesem Dämon-Baby. In 3, 2, 1 und... Bam! So, let's go! Ich gehe nicht in die Zelle. Genau. Das ist das letzte Mal. Ich gehe auf gar keinen Fall mehr in diese Zelle. So, du kriegst auch noch was ab. Genau. Ich will nicht in die Zelle gehen. Oh, okay. Ihr wollt mich loswerden. Na gut, dann macht das ruhig. Dann macht das eben ruhig. Oh mein Gott. Leute. Was ist hier passiert? Wir sind in so einem Karton drinne. Ich glaube, wir werden gerade transportiert. Was ist hier passiert? Ich kann mich an nichts erinnern, Leute. Okay. Also ich höre ein paar Geräusche. Oh. Ich glaube, Leute, wir wurden abgelegt. Oh, es klingelt an der Tür. Okay. Okay, jetzt laufen die Leute weg. What's happening, Leute? Wow. Okay, wir sind draußen. Oh, wer ist das? Ich glaube, das ist Franklin, Leute. Das ist Franklin. Nices T-Shirt übrigens. Könnt ihr euch, Leute, auf dem idzock.shop bestellen. Link in der Beschreibung, wenn ihr dieses Shirt haben wollt. Ah, ich erinnere mich, Leute. Genau hier war die Box. Da ist der Zettel. Leute, es ist alles wie in den Prequels. Wir sind gerade in den Prequels von dem Video, was wir damals gemacht haben. Nur, dass wir diesmal nicht als Franklin spielen, sondern wir sind Baby in Yellow. Oh mein Gott, Leute. Oh, Junge. Wir werden die ganze Handlung aber ein bisschen drehen. Oh. Okay. Oh mein Gott. Leute, ich werde genommen. Nein, Franklin. Franklin, was? Nein. Nein, Franklin. Ich will nicht ins Bad. Ich will nicht ins Bad. Nein. Nee. Nein, 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 Franklin. Ich sag dir, nein, nee. Leute, ich wehr mich gerade. Ich will nicht ins Bad. Ich will da nicht rein. Nein, nicht baden. Nee, nicht gut. Nicht gut. Baden ist nicht gut. Ja, Leute, ich wehr mich gerade. Franklin versucht gerade, mich irgendwie ins Bad zu kriegen. Aber er wird es nicht schaffen. Er wird es nicht schaffen. Oh mein... Wow, ich habe ihn getaked out. Yeah. Nein, 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 nein. Och, Mann, Franklin, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du nicht machen. Franklin. Franklin. Ey, 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 was soll das? Oh, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Du hast dich wirklich mit dem Falschen angelegt. Weißt du das? Genau. Jetzt bin ich nämlich hier der Boss, okay? So, genau. Ich werde nicht ins Bad gehen, okay? Ich werde auf gar keinen Fall ins Bad gehen. Ja, ich werde nicht ins Bad gehen, Franklin. Verstanden? Genau. Und jetzt raus hier. Das ist jetzt mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Ja, raus hier. Ich will jetzt hier für mich alleine bleiben. Ah, okay, Leute. Meine Güte, der Franklin. Ey, ich bin jetzt hier komplett in einem neuen Haus. Muss mich hier komplett einordnen. Ja, und wir sind aber trotzdem noch, Leute, in unserer Dämonform. Und wir haben übrigens auch viele Superkräfte. Die werden wir gleich richtig entfalten, das sage ich euch. Ach so, und in die Schule werde ich auch nicht gehen, ja? Genau. Ich werde nicht in die Schule gehen. Also ich werde schon, aber ich werde nicht lernen. Ich werde was ganz anderes in der Schule machen. So, und um den Franklin jetzt zu beweisen, dass ich wirklich nicht ins Bad gehen werde, so, werden wir ins Bad machen. Ja, da wird er nie wieder sagen, dass ich ins Bad gehen werde. Oh mein Gott, Leute. Er macht's wirklich.
Oh nein! Oh nein! Hey, wer ist der Typ da hinten? Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Ah, vielleicht einer von Franklins Freunden. So, okay. Ja, wir sind fertig. Alter. Oh mein Gott. Wie viel hast du eigentlich gemacht? Wir schauen uns das mal an. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so viel... Der hat die ganze Wanne voll gekannt. Alter. Okay. Oh mein Gott. Wenn Franklin das sehen wird... Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat's gemerkt, Leute. Er hat's gemerkt. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das ging zu weit. Ja, okay. Aber weißt du was? Ich werde nie wieder ins Bad gehen. Mach das Bad mal sauber. So, und damit wir die Storyline jetzt ein bisschen abkürzen, werde ich jetzt Folgendes machen. Ich transformiere mich nämlich wieder. Oh mein Gott. So. Und wir nehmen dich. Let's go. Wir haben Franklin einfach aufgegessen. Let's go, Leute. Wir haben Franklin einfach aufgegessen. Perfekt, Alter. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Yeah, Leute. Jetzt sind wir frei. Jetzt sind wir endlich frei und können machen, was wir wollen. Und ich denke, das Erste, was wir machen werden, wir gehen, Leute, in die Schule. Und dann zeigen wir es mal, Leute, was wir von der Schule hier in GTA 5 halten, ne? So, ich glaube, die Schule war ungefähr in der Richtung. Oh mein Gott, Leute. Und denkt dran, wir haben immer noch eine Gottform mit Baby in Yellow. Wir haben immer noch die Gottform, die wir aktivieren können. Wir sind noch bei weitem nicht da, wo wir eigentlich sein könnten. Und jetzt sind wir gerade immer noch nicht in der Schule angekommen. Da ist die Schule, Leute. So... Okay, nein, nein, wir sind übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt sind wir auf dem Dach. Ich war noch nie auf dem Dach dieses Gebäudes, merke ich gerade. So, okay, seid ihr ready? Wir gehen in die Schule rein. Und Leute, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht jetzt, den Kanal gerne zu abonnieren, damit ihr nichts mehr von Baby in Yellow und weiteren GTA 5 Mods verpasst. Let's go, wir gehen rein. Oh, da sind wir, Leute, in der Schule. So, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Hier gibt es nämlich viele Snacks. Hier am Geldautomaten, am Snackautomaten. Ich meine, die am Snackautomaten ist mein Snack. Okay, ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht essen. Warum kann ich sie nicht essen? Warum kann ich dich nicht essen? Bam! Bam! Alter, seid ihr alle unsterblich oder was ist mit euch los? Bam! Oh! Oh mein Gott! So, hier. Ich kann sie nicht nehmen, Leute. Ah, da, jetzt geht's. So, ja, das war dein Freund. Und jetzt ist die Freundin. So, jetzt haben wir die auch noch mitgenommen. Boah, Leute, das Baby hat aber richtig Hunger. Das hat richtig Hunger gerade. Junge, das nimmt sich einfach alle Studenten hier von der Schule. Okay, so, okay. Niemand bewegt sich. Warum schwebt der in der Luft? Ist das irgendeine... Ich glaube, das ist ein Kunstprojekt. Komm mal runter, mein Freund. Komm mal hier runter. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger auf dich. Na los. Okay, funktioniert wohl nicht. Na, dann werden wir mal schauen, was im Klassenzimmer so ist. So, hallo. Ey, ist das hier die Mr. Beast-Schule? Warum ist hier alles so Mr. Beast-Lackierung? Na, ist egal. Leute, wollt ihr alle frei haben? Wollt ihr alle frei haben? Das passiert mit eurem Professor. Ihr habt jetzt alle frei. Euch lasse ich mal in Ruhe, okay? Ihr könnt nichts dafür. Ich bin derjenige, der hier für Ordnung sorgt. Oh, wir haben jetzt 2 Sterne bekommen. Wobei, wartet mal, Leute. Ich bin eigentlich ein Baby. Ich kann ja keine Sterne bekommen. Und wir sind wieder normal. Und wir haben, Leute, alle Sterne verloren. Ich glaube, nur in der Monsterform können wir Sterne sammeln. Aber wenn wir wieder zurück zum Baby switchen, dann verlieren wir alle Sterne. Das heißt, wir kriegen keine Konsequenzen. Na? Das ist doch eine gute Sache. Wir kriegen keine Konsequenzen für unsere Taten. Und ja, die da hinten rumfliegen. Ich weiß nicht, es ist meine Schuld, dass sie da rumschweben. Okay, Leute. So, okay. Das heißt, Schule ist erstmal aus. Gibt keine Lehrer mehr, die irgendwie stören könnten. Wir gehen mal in die Innenstadt und versuchen mal als Baby irgendwie vielleicht neue Eltern zu finden. Weil Franklin haben wir aufgegessen. Habe ich jetzt gerade nochmal ist mir gerade nochmal aufgefallen. Wir haben Franklin tatsächlich aufgegessen. Und ja, jetzt suchen wir einfach mal ein nettes Paar Eltern. Irgendeins, das mir gefällt. Vielleicht von einer reichen Familie, von einer fetten Villa. Ich glaube da... Ey, das Auto will ich haben. Hey, geben Sie mir das Auto. Auto, 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 ich brauche das Auto. Oh! Was war das denn gerade? Okay, das gibt mir jetzt alle Rechte, das Auto zu klauen. Das gibt mir... Ah, das ist die Polizei. Es ist die Polizei. Einmal die Polizei, die in diesem Auto fährt. Haben die jetzt plötzlich gedowngradet von Lamborghinis zu den Autos? Naja, egal, Leute. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein eigenes Auto passend für das Baby gesammelt. Und damit gehen wir jetzt in die Innenstadt und suchen uns neue Eltern. Ja, Leute, ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir der Tag heute ganz gut. Also alles läuft nach Plan. Ich war in der Schule. Ich war bei meinen neuen Franklin-Eltern. Ich habe Franklins...
Ja, Chop ist jetzt alleine. Hat das Ding noch Sirenen? Also ich kann das Auto wirklich nicht ernst nehmen. Aber ey, es hat immerhin Sirenen. Das muss man zugeben. Und es hat ziemlich viel Topspeed, ne? Also der kann schon, der kann schon schnell sein, ne? Der Wagen ist, der ist ja schneller als ein Lambo, oder? Der ist ja krass schnell. Oh mein Gott. Oh, nein. Oh, oh. Oh, oh mein Gott, es ist so broken. Ich habe es komplett zerstört, Leute. Aber es fährt noch, es fährt noch. Ah, Vespucci Beach. Jetzt suchen wir mal nach ein paar Eltern, die uns vielleicht adoptieren können. Ah, sie sehen doch gut aus, oder? Sie sehen doch aus, als wären sie reich, ne? Wollen sie, können sie mich adoptieren? Ich weiß, mein Kopf ist 10-mal größer als ihr Kopf. Und wahrscheinlich ist mein Kopf auch größer als ihr Bauch. Wollen sie mich adoptieren? Ja, das wäre super nett. Also, ich würde es übelst fühlen, also... Können Sie? Nein? Dann nicht. Dann halt nicht. Ey! Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Sie da! Sie können doch vielleicht. Hier, ich glaube, Sie da! Nein? Okay, Sie vielleicht. Sie sehen doch irgendwie luxuriös aus. Vielleicht Sie, junge Dame? Nein? Der Maskenhändler? Nein? Oh, der bestimmt. 100%. Ja, Mann, Alter, mit der Sonnenbrille. Mit dieser Sonnenbrille. Da flext man richtig. Können Sie mich adoptieren? Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Oh, jetzt werde ich wieder wütend. Das war ein Befehl, sage ich euch. Okay. So. Oh, Leute, das macht einen so wütend. So, hier, den nehme ich mit. So, den auch da hinten, ey. Dich auch. Dich nehme ich auch gerne mit. Okay, was mache ich da? Ich irgendwas. So, zack. So, Leute, krass, wie viel Hunger der hat, ne? Der Baby kann einfach nicht genug kriegen. So, und jetzt, boom, und zack, 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 Leute. Wow, wir sind so stark. Wir sind so stark. Können wir auch Leute nehmen, greifen oder so? Können wir das, ich weiß nicht, können wir das irgendwie? Wow, Alter, what? Was war das für ein Trick? Ey, lauf doch nicht weg. Ja, genau, lauf nicht weg. Hier, ich sammle euch alle ein. Hier, niemand haut hier ab. Niemand haut hier ab. Genau, ich sammle euch alle auf. So, die da hinten auch. Die Dame auch. So, euch alle. So, und jetzt. Jetzt. Bam. Let's go. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde langsam so richtig wütend. Los Santos hat keinen Bock auf das Baby. Los Santos hat keinen Bock auf dieses Baby. Dann wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mich in dieser Stadt rächen. Wir werden jetzt upgraden, Leute, zu der Gottform, die wir ja gesehen haben. Also, Leute, würde ich sagen, upgraden wir in 3, 2, 1 und... Bam! Let's go, Leute! Ich weiß zwar nicht, was wir sind. Wir sehen aus wie eine Blume oder wie so eine Fledermausart Gestalt. Ich habe auch keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall wie der Demogorgon aus. Ihr habt es ja gesehen, Leute. Game of Thrones. Stranger Things meine ich, Leute. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und guckt mal, Leute. Wir sind auf jeden Fall schnell unterwegs. Wir sind auf jeden Fall ziemlich flott hier unterwegs. Und ich glaube, wir haben hier einige Kräfte, Leute. Was können wir machen? Jo, wir können fliegen. Ist ja klar, Leute, natürlich, wir können fliegen. Ist ja selbstverständlich. Wir können einfach fliegen. Das ist gut, das ist schön, das ist sehr, sehr nice. Und wir haben das Wetter auch angepasst, Leute. Seitdem wir uns transformiert haben, ist das Wetter hier richtig mies geworden, ne? Wow. Oh. Leute, wir können hier alles wegpusten. Oh. Der LKW ist explodiert, weil er gegen mich gefahren ist. So, euch werde ich fertig machen. Hier, ihr kriegt meinen Tornado ab. Das ist der echte Tornado. Wow. Leute, der ganze Highway. Der ganze Highway. Hier kommt niemand durch. Niemand kommt unter meiner Aufsicht durch. Yo, wie krass ist das einfach. Oh mein Gott. Alter. Oh, okay. Oh mein Gott. So viel Schaden. So viel Schaden, was wir hier haben. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Bam, Leute. Wir sind immer noch ein Baby, das heißt, wir können keine Sterne bekommen. Ja, da ist die Feuerwehr. Feuerwehr. Oh, weg damit. Ja, weg damit, Leute. Ja. Okay. Was können wir noch machen? Ich glaube, angreifen können wir auch. Okay. Ja, ey, es muss schon wieder gegen den Mr. Beast werden sein. Ich glaube, das Baby hat wirklich was gegen Mr. Beast. Es hat wirklich etwas gegen Mr. Beast. Wow. Boom. Okay, was? Können wir eine Superattacke starten? Wow, das geht in alle Richtungen. Leute, ich mach grad nichts. Oh, jetzt kann ich es wieder steuern. Okay, Leute, wir machen eine Superattacke. Wir laden unseren Angriff auf gegen den LKW und boom!
Oh, Junge. Okay, Leute. Ich glaube, es ist Zeit für meinen ultimativen Angriff. Ich schau mal, was ich so drauf habe. Okay, Leute. Let's go. Wir aktivieren so. Oh! Wie cool. Oh mein Gott, das war zu heftig. What? Boom! Alter. Wir müssen danach unsere Energie aufladen. Oh boy. Das ist zu heftig. Und boom! Leute, ich komme gerade nicht drauf klar, Alter, was wir so für eine Macht haben. Das ist zu heftig. So, hier. Den Helikopter. Dich verabschieden wir mal. Wow, 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 wow. Wow, der ist einfach weg. Der ist einfach abgestürzt. Der ist komplett abgestürzt, Leute. Und noch einmal. Und boom. Und nochmal. Komm, 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 komm. Noch einmal, Leute. Oh, oh, oh. Leute, wir verlieren Energie. Wir verlieren Energie. Oh, nein. Komm, einmal noch. Einmal noch, Baby. Einmal noch. Komm. Ja. Noch einmal. Und aufladen. Na los. Na los. Komm schon. Los. Finaler Angriff. Oh, oh. Wir verlieren wirklich, Leute, rapide an Energie. Aber wir sammeln sie wieder. Okay. Letzter Angriff. Boom. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir sind wieder normal geworden. Ah, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich gehe da einmal. Ich gehe da mal. Das kam nicht durch mich. Das kam nicht durch mich. Oh Junge, Alter, es explodiert hier immer noch alles. Okay. Ja, Polizei und Feuerwehr sind so weit auf dem Weg. Aber wir sind unschuldig. Wir sind ja nur ein Baby. Wir können das nicht. Wir werden niemals in der Lage, so etwas zu machen. Und ich glaube, Leute, wir werden uns erstmal hier verstecken. So, Leute. Damit würde ich sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ihr wollt, dass wir noch einen weiteren Teil als Baby in GTA 5 spielen. Es gibt noch Baby Huggy Wuggy. Den kann man auch spielen, Leute. Also, wenn ihr darauf Bock habt, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein und ciao.